Ich war jetzt auch beim individuellen Bereich dabei und das sieht dann wirklich so aus, dass du teilweise eben mit Co-Trainer dann noch mit einer Spielerin nur agierst. Ja? Das ist die optimale Situation, muss man wirklich sagen. Also wenn wir Zeit haben für den individuellen Bereich, dann nehme ich auch gerne mir Zeit für Spielerinnen wirklich ganz alleine, um mit ihnen zu arbeiten. Und wir haben hier die Möglichkeit mit einem guten Betreuerteam, was wir auch haben, dass ich nicht alleine in der Halle stehen muss, sondern dass ich in vielen Situationen, ich sag mal, keinen Ball anfassen muss, sondern wirklich nur korrigieren kann und ich ein, zwei, drei Leute in der Halle habe, die das Training quasi steuern und koordinieren. Und das ist, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Also auch, ich sag mal, auch im Erstligabereich. Wir haben jetzt mit absoluten Topathleten hier zu tun. Wir haben viele Nationalspielerinnen hier. Und ich denke, die Sicherheit von einer Spielerin kommt immer über ihre technischen Möglichkeiten, die sie hat. Und es geht in erster Linie gar nicht oft darum, dass wir große Technikveränderungen vornehmen. Das machen wir auch, wenn es, ich sag mal, extrem grobe, ich sag mal, technische Unfeinheiten, unsaubere Techniken gibt, dann gehen wir natürlich da auch rein. Oder wir denken wirklich, dass eine Technikänderung die Athletin wirklich nochmal ein ganzes Stück nach vorne bringen kann. Meistens ist es eher das Arbeiten an Techniken und das Stärken der eigenen Techniken, woran wir arbeiten. Und ich glaube, es ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Wir betreiben natürlich einen Teamsport. Trotz alledem, glaube ich, kann das Selbstvertrauen und die Entscheidungen zu treffen in wichtigen Phasen des Spiels, in sogenannten Crunch Times, für eine Spielerin leichter werden, wenn sie ein großes und sicheres technisches Repertoire hat. Und daran arbeiten wir viel. Ich denke auch, dass das, glaube ich, auch so ein bisschen der Trend gerade ist, auch im absoluten Spitzenvolleyball, dass es geguckt wird, dass natürlich im Komplexbereich muss gearbeitet werden. Aber wir haben natürlich, besonders in der Ligasaison, haben wir viel Komplex, weil wir viele Spiele schon haben. So, da heißt es, dass wir uns ab und zu mal die Zeit auch nehmen müssen dafür, um auch die Techniken der individuellen Spielerinnen nochmal zu stärken.